So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Wir schreiben Samstag, den 2. März 2024. Es ist ziemlich genau Uhr und wir sind wie immer pünktlich live auf diesem Kanal. Ja, heute gehen wir meinen Pile of Shame mal wieder ein bisschen an, wie eigentlich immer schon geplant an den letzten Wochenenden, aber es ist meistens nicht dazu gekommen, weil immer irgendwas anderes dazwischen kam. Ja, unter anderem auf meinem Pile of Shame ist die Demo zu diesem wunderbaren Spiel. Vor ziemlich genau 25 Jahren, im Jahre 1999, erblickte das Computerspiel Outcast auf dem PC das Licht der Welt. Damals unter mir und meinen Freunden das absolute Pflichtprogramm. Das Spiel war richtig geil, mit seiner Voxel-Grafik und vor allem mit seinem speziellen Hauptcharakter, gesprochen von Manfred Lehmann, der offiziellen Stimme von Bruce Willis, Cutter Slade, der Ex-Navy, ich weiß nicht mehr, was er war, irgendein Spezial-Hoshi von der Navy. Und das Spiel war so ein bisschen Stargate angelehnt, so mit einem fernen Planeten namens Adelpha, glaube ich, hieß der. Und er war der Ulukai, quasi der Messias für die Einheimischen. Und das war irgendwie ein cooles Spiel. Das war absolut erfrischend neu. Mal abgesehen davon, dass die Stargate-Thematik natürlich nichts Neues war. Aber es war einfach cool. Ja? Third Person, rumlaufen, Ballereien, Jetpack. Es gab lauter lustige Dinge, die es zu dem Zeitpunkt in anderen Spielen so nicht gab. Und ich fand es einfach richtig gut. Der Soundtrack war super, daran erinnere ich mich auch noch. Und die Grafik war für damalige Verhältnisse einfach echt gut. Ja, es gab in der Zwischenzeit schon mal so eine Art Remake. Ich glaube, das hieß Outcast Second Contact oder irgend sowas. War im Prinzip das ursprüngliche Spiel, aber nochmal für die PS4, glaube ich, umgesetzt. War dann grafisch ein bisschen besser und ging besser mit dem Joypad von der Hand, weil das alte musste man halt mit Maus und Tastatur spielen. Ja, war eher so mäßig, war halt mehr ein grafischer Overhaul als ein komplett neues Spiel. Und A New Beginning, wie der Name schon sagt, will ein richtiges neues Spiel sein. Ja, ich habe mir mal die Demo gezogen, die besteht angeblich aus 3 Teilen. Ich habe sie noch nicht gestartet, wir lassen uns einfach mal überraschen. In diesem Sinne, und auf geht's los. Wenn's denn mal losginge. I am a Jedi, like my father before me. So, schönen Gruß an die Regie. Danke, dass der Opener dann doch noch abgefeuert wurde. Besser spät als nie. Ja, schönen guten Abend, Chat. Schönen guten Abend, Carnage. Heute in Personalunion. Ja, und wir trinken den neuen Gönnergy. Keine Produktplatzierung, keine bezahlte Werbung. Den habe ich selbst gekauft. Limited Edition Number One bei Monte. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ernüchtert. Ich habe den White Peach getrunken. Der hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Den musste ich wegmachen. Und der hier, Juneberry Jam, der geht. Aber er wird definitiv nicht mein Lieblings-Gönnergy. Irgendwie sind diese Juneberries, glaube ich, einfach nicht mein Geschmack. Aber man gewöhnt sich dran. Die ersten paar Schlucke waren schlimmer. Mittlerweile geht's. Was ich allerdings sehr begrüße, ist, dass bei dieser zweiten Edition, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen weniger von dem Süßstoff drin ist. Also sie sind bei weitem nicht so knallesüß wie die erste Version. Von daher ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Geschmacklich holt es mich noch nicht so ganz ab. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir den Lemon, Sweet Lemon war, glaube ich, der dritte. Den habe ich mir jetzt mal aufgehoben. Nach der Enttäuschung der ersten beiden. Und da setze ich große Hoffnung rein. Aber ja, wenn er nicht schmeckt, dann werde ich auch nicht lügen, dass er mir schmeckt. Ja, ich fand von den ersten, fand ich den blauen okay. Den Strawberry Cheesecake oder Raspberry Cheesecake, den fand ich sehr gut. Da ging für mich der Tropical oder wie der hieß, der ging für mich gar nicht. Da hat es mich geschüttelt. Aber das ist eine längere Geschichte mit einem Abführmittel, was so ähnlich geschmeckt hat. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. So. Genug geredet, wir gehen in Outcast, The New Beginning, A New Beginning. Und eigentlich müsste ich jetzt so einen coolen
Will, nee, nicht Will Smith, wie heißt er? Bruce Willis. Sprech annehmen. Ich weiß gar nicht, wie der neue Synchronsprecher sein wird. Wäre ja geil, wenn es wieder der Herr Lehmann wäre. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Don't quote me on that. Manfred Lehmann, falls Sie noch leben, es tut mir furchtbar leid. Ich hätte es vorher googeln sollen. Ja, da sehen wir schon ein bisschen was von Adelpha am Titelscreen. Ja, kommt wie das Original von den Appeal Studios tatsächlich. Wurde damals, glaube ich, von Atari sogar gepublished. Diesmal von THQ Nordic. Läuft diesmal in Unreal Engine. Damals, glaube ich, hieß die Engine Paradise oder so. War halt eine Voxel Engine. Müsste eine hauseigene gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte ein Tempo gebrauchen, aber ich weiß gerade nicht, wo eins ist. Hoffentlich kommt jetzt kein Movie. Ah, sehr gut. Moment. So, Musik ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich hoffe nicht zu laut. Vielleicht habe ich es auch einfach zu laut auf den Ohren. Ja, Unreal Engine, ich würde vermuten Unreal Engine 4, so wie das aussieht. Ich mach's mir mal ein bisschen leiser. Donnert schon ganz schön, die Mucke. Aber gefällt mir sehr gut. So, wir spielen natürlich standesgemäß mit dem guten Camouflage DS. DualSense, passend zu der Mütze. So viel Zeit muss sein. So, Outcast, a new beginning. Dann lassen Sie uns mal beginnen. We would love to have your help improving bla bla bla. Okay, da geht es um das Sammeln von Informationen. Natürlich kann man opt-out in den Settings, das machen wir aber nicht. Wir helfen sehr gerne bei der Entwicklung dieses Spiels. Ist es noch nicht rausgekommen? Wir gehen gerade mal auf Vorbestellen. Am 15.03. kommt es offensichtlich raus. Ja, 59 Euro in der Vorbestellung, 69 dann, habe ich auch noch nicht gesehen. 10 Euro Rabatt, wenn man vorbestellt. Das ist wild, okay. Gucken wir mal in die Einstellungen rein. Deutsch, Deutsch. Spielanalytik, ah, das ist es, genau. Ja, und da sehen wir schon UE4. Release 4.27. Vibration. Ich mach gerade mal die Musik ein bisschen leiser, weil die ballert mir echt ein bisschen zu arg. Ich glaube 50 müsste reichen. So, Grafikhelligkeit können wir schon mal abwerken, ein bisschen was hochsetzen. Weil das bei euch immer ein bisschen dunkler ist im Stream. So, und dann rein da. Also, es gibt, wie ich schon gesagt habe, drei Teile der Demo. Und wir spielen es einfach in der Reihenfolge, wie es hier aufgeführt ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es einen besonderen Grund hat, warum sie es so aufgeteilt haben. Also geht's ab in den ersten Teil. Erkunde in dieser Open-World-Demo Adelpha. Das ist der Planet, habe ich euch vorhin kurz gesagt. Bewege dich auf fast der gesamten Karte frei umher. Setze deinen Jetpack sowie deine Kleid- und Sprintfähigkeiten ein. Schließe Nebenaktivitäten ab, wehre Gefahren aus der Tierwelt und von den Robotern ab oder genieße die wunderschönen Landschaften von Adelpha. Diese Demo ist auf 20 Minuten Gameplay beschränkt und du kannst weder mit talanischen NPCs interagieren, noch Quests in Dörfern abschließen. Okay, 20 Minuten Einblick in die Exploration. Wenn man das immer wieder kann, dann ist es ja okay. Ja, Schwierigkeitsgrad, normal. Ja, normal, ey. So, okay, zielen, feuern ist klar. Horus-Kanone, Schild, Jetsprint und Gleiter, Karte. Boah, das werde ich mir nicht alles merken können. Ich hoffe, es kommen kontextbezogene Einblendungen, sonst bin ich verloren. Okay, willkommen auf Adelpha. Du findest die Controller-Tastaturbelegung im Einstellungen-Reiter-Menü.
Du kannst mit L1, R1 durch die Luft gleiten, gleite abwärts, um an Tempo zu gewinnen und in der Luft zu bleiben. Am Boden kannst du mit L1, R1 deinen Jet-Sprint einsetzen. Okay, dann schauen wir uns erstmal gediegen um. Läuft schon mal in 60 Frames, das ist sehr angenehm. Aber wie immer haben wir um den Charakter rum so leichtes Ghosting. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber da das wahrscheinlich zugunsten der Performance ist, soll es mir recht sein. Ja, ich habe den alten Planeten nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Klar, der war schön grün. Es gab Reisfelder, das weiß ich noch. Das war alles so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das hat mir gut gefallen. Ich bin ja so ein Japan-Fan. Oder generell Asien nicht abgeneigt. Ich sehe, der Jetpack hat wie bei Helldivers hinten so eine Anzeige auf dem Rücken. Das ist ganz praktisch. Ja, grafisch ist natürlich viel besser als damals. Das ist völlig klar. Wobei ich die Voxel-Grafik nicht schmälern möchte. Und damals hatten wir halt auch noch ein bisschen mehr Fantasie. Das hat für uns gut funktioniert. Das gefällt. Okay, schade, das ist nicht Manfred Lehmann. Hey, Scribbididoo, schönen guten Abend, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Okay, da kommen irgendwelche Feinde. Ich gehe mal hier runter, da gibt es was aufzusammeln. Oh, das klang aber wie die Stimme von Mark Lehmann tatsächlich. Kann es sein, dass hier zwei verschiedene Stimmen zum Einsatz kommen? Okay, ja, die Waffe könnte ein bisschen snappier sein, wie man neudeutsch sagt. Ah, okay, es gibt immerhin... Es gibt so eine Art Auto-Aim. Die Waffe verzieht aber ganz schön. Okay, ich habe so eine Art Schild. Ich kann auf jeden Fall drei große Treffer ab. Ich mag die... Ich lasse sie jetzt schießen, nicht, dass ihr euch wundert, ne? Aber ich mag die Sounds, dass die Schüsse so an mir vorbei surren. Muss man eigentlich nicht nachladen? Ne, im alten Teil muss man, glaube ich, auch nicht nachladen. Okay, sehr schön, er sammelt selbst ein. Oh shit, ich wollte eigentlich auf das Gebäude. Oh nein, das ist Dash. Wie kann ich mich denn ducken? Ah, rechter Stick reindrücken. Geil, der kommt jetzt nicht raus, ne? Hallo. Ah, okay, der ist Vollautomatik. Ich hätte also einfach gedrückt halten können. Und anscheinend gibt es keine Munition. Doch, unten rechts 486 Schuss. Okay, das sind also Roboter. Interessant. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was im alten Teil die Gegner waren. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Gegner hier dieselben sind. Meinen schönen sonnigen Tag... Den habe ich ganz gut verbracht, ja. War aber den ganzen Tag unterwegs und hatte zu tun. Aber ich war auch ein bisschen draußen, also von daher alles schön. Ich hoffe, du auch. Ja, wie geht's von der Hand? Ist okay. Es ist, wie gesagt, ein bisschen träge, so beim Schießen. Das könnte direkter sein. Ist aber vielleicht auch eine Einstellungssache. Lustig finde ich hier dieses Jetpack, dass man damit halt auch hier so rumlaufen kann. Ah, guck mal, Flora und Fauna gibt's auch. Die greifen mich an, schade. Hätte ich mir gerne mal ein bisschen angeschaut, die Jungs. Ah, der Sound ist sehr cool. Wie die so um einem rum... Ah, schön, ich kann direkt...
Ah, cool. Die Farbe des Schirms zeigt mir an, ob ich gerade nach oben gleite. Also ob ich Aufwind habe oder ob ich nach unten gleite. Das ist eigentlich ein ganz praktischer Indikator. Und ich dachte die ganze Zeit, man muss es gedrückt halten. Aber man drückt es im Prinzip nur einmal und dann ist das Ding offen. Und anscheinend gibt es keine Leiste, wie bei zum Beispiel Breath of the Wild, die Ausdauerleiste, die abnimmt, während ich am Gleiten bin. Also ich kann so lang gleiten, wie ich genug Auftrieb habe. Ich bin mir echt unsicher, was die Stimme angeht. Es kommt mir fast so vor, entweder haben sie dem Manfred Lehmann seine Stimme per KI reingeholt, oder sie haben einen Sprecher, der ähnlich klingt und haben alte Soundschnipsel reingemacht, weil der Schnipsel vorhin war definitiv die Stimme von Manfred Lehmann, das hat man ja gehört. Schade, dass man in der Version jetzt hier keine Dialoge führen kann. Aber das wird dann später in Part 3 kommen, wenn es um die Geschichte geht. Okay, die hier sind harmlos. Die sehen auf jeden Fall geil aus, streiten sich ein bisschen. Süß. Interessant finde ich ja auch, dass man die ganze Welt begehen kann. Wofür natürlich die 15 Minuten bestimmt nicht ausreichen. Ah, schade. Ich kann mich nicht hinporten. Okay, das ist zu. Ah, eben dachte ich, da steht jemand. Das ist aber nur eine Statue. Okay, da hinten ist so ein Marker. Dann gehen wir doch da mal hin. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie man mit dem Ding Schwung holt. Er fällt quasi automatisch, wenn er nicht mehr genug Schwung hat. Oh, guck mal. Das ist auch geil. Also die Fortbewegung ist auf jeden Fall cool. What the fuck? Die laden hier ihren Schrott ab. Ach so, ja, stimmt. Du hast ein Fotoshooting mit deinem Auto gemacht. Das habe ich gesehen auf Insta. Die haben hier ihren Dreck im Wasser abgeladen. Das ist aber nicht nett. Ja, Wasser ist ja auch immer so ein Indikator für eine gute Grafik. Sieht hier ganz anständig aus. Ist jetzt nicht weltbewegend. Hat man schon mal besser gesehen. Es ist kein Horizon Zero Dawn, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ja, jede Menge Ressourcen. Crafting gab es auch im Vorgänger. Wertgegenstände. Zerstöre Heliumgestein mit einem Nahkampfangriff, um Helidium zu bekommen. Wie mache ich einen Nahkampfangriff? Ah, so ist mein Schild. Das ist der Boost. Das ist ein Dash. Ah. Ah, so spawne ich die Waffe. Okay. Oh, ich habe sogar ein Gewehr. Man lernt nie aus. Okay, also der Schlag geht so. Ich gehe mal davon aus, dass das zum Heilen ist. Elidium. Beweg dich, Cutter, sie kommen. Wer kommt? Gorg-Ausbruch. Ah, okay. Böse, oder was? Oha. Hä? Der ist ja unkaputtbar. Was ist denn mit euch? Alter. Das Fleisch sah ja geil aus. Okay, die halten verdammt viel aus. Die Schrotflinte ist aber ganz geil. Aber wie cool auch das Schild ist. Hör doch mal auf.
Okay. Hilfe. Ich dachte, es wäre Exploration. Jetzt werde ich hier gekillt. Komm, hau ab. Okay, also. Irgendwelche Ausbrüche von gewalttätigen Kreaturen gibt's hier. Da läuft jetzt nicht ganz mit 60 Frames, ne, wenn man sich so schnell fortbewegt. Hab's Gefühl, es ruckelt ein bisschen. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber, oh. Das sind keine 60 Frames, Freunde. Haben also eine variable Framerate. Nee, das kommt am, ich glaube am 15. kommt das raus. Das ist die Demo aktuell. Oben siehst du die Zeit ablaufen. Wir können in den Spielmodus hier nur 20 Minuten, glaube ich, reinspringen. Es gibt aber drei verschiedene Spielmodi. Oh, und er zieht automatisch die Waffe, sobald feindliche Kreaturen kommen. Das mit dem Segeln muss ich noch lernen. Okay, da ist ein böser Totenkopf. Bei dieser Basis. Vielleicht gehe ich da mal nicht rein. Obwohl es eigentlich auch egal ist. Also das Jump Pack ist schon geil. Das gefällt mir gut. Kann ich da durch? Okay, muss man wahrscheinlich irgendwas ja, ich finde das grafisch auch ganz okay. Ich messe das halt auch an der Experience, die ich vor 25 Jahren mit dem ursprünglichen Outcast hatte. Und die Voxel-Grafik gab da halt nicht so viel Details her. Aber die war auch schon cool. Ja? Und das war vor 25 Jahren. Das Remake für die PS4 damals, Second Contact oder wie das hieß, das war auch ganz gut. Ging auf jeden Fall besser von der Hand als das Original. Es gefällt mir schon gut. Ich könnte mir vorstellen, das zu spielen. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht für 60 oder 70 Euro holen, aber so für ein 20. Gerade so aus Nostalgiegründen, weil ich halt das alte Spiel so schön fand. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber gefühlt will der ja hier alles ans Leder, ne? Diese komischen kleinen Rattenviecher da, dann die Roboter. Dann hier ist wieder so ein Ausbruch von Ausgeburten der Hölle. Also so paradiesisch, wie das hier aussieht, aber irgendwie will dir gefühlt jeder ans Leben. Oh, guck mal da. Speerfischer. Und die haben jetzt auch diesen, ja, Strohhut. Ja, dieses leicht asiatisch angehauchte. Lustig, wie die Kamera. Finde ähnlich wie Hogwarts. Oh, also grafisch kommt es an Hogwarts Legacy leider nicht ran. Aber es hat vielleicht einen ähnlichen Charme, ja. Aber ich glaube nicht, dass es die Tiefe von Hogwarts Legacy bietet. Sehen wir ja später, wenn wir den Story-Part spielen, wie die Dialoge sind und so. Ja, die sind auf jeden Fall humanoid, haben aber nur drei Finger. Ansonsten sehen die uns schon sehr ähnlich. Der hat auch hier einen Fisch auf dem Kopf. Finde ich irgendwie ganz cool. So, warte mal, wir gleiten mal darüber. Da sind noch Gebäude. Ach, man kann auch, während man das Ding benutzt, den Jetpack benutzen. Das ist ganz cool. Oh, da hat es ein bisschen geruckelt gerade. Ich finde es schon ganz cool. Wäre es jetzt die Vollversion? Ich könnte mir vorstellen, das eine Weile zu spielen. Hier ist jetzt halt nur wildes Rumgelaufe, weil ich absolut nicht weiß, wo es was zu sehen gibt und was Sinn macht. Guck mal, da ist nochmal so ein Bauwerk. Wobei die Bauwerke von den Einheimischen sehen nicht so aus, ne? Also das muss dann hier die Besatzungsmacht sein. Ah, okay, da sind sie auch schon drin. Mal gucken, was das Schild abhält. Ah, schön. Holla! Ich gehe einfach mal rein in die Olga.
Sehe ich irgendwo, wie viel Schuss mein Schild abhält? Ah, oben links geht, wenn ich das Schild aufmache. Ganz oben links das Schildsymbol nimmt langsam ab, wenn ich Treffer kassiere. Boah, ich bin mir so unsicher, ob das Manfred Lehmann ist, ne? Upgrade. Ich glaube, der verstellt einfach seine Stimme. Den Daoka-Kern von Bida finden. Ah ja. Hoppala. Morgen. Ah, aber guck mal, gehen in Deckung. Sympathisch. Das war ungefähr ein Fünftel meines Schildes. Okay, die Schrotflinte ist ein bisschen imbar. Vor allem wegen des Radius. Irgendwo schießt's hier noch, oder? Achso, draußen ist, glaube ich, irgendwas unterwegs. Ja, hier drin ruckelt es jetzt auch ein bisschen. Also Performance ist schon so ein bisschen semi-geil. Warte, wie ging nochmal? Wo ist er? Ah, geil. Ich kann ja auch aus der Deckung raus einfach mal zuhauen. Der schießt. Wenn er in Deckung geht, dash ich einfach vor. Schade, es ging nicht. Ah, hallo. Jetzt habe ich die Karte gedrückt. Ist geil. Guck mal, er weiß nicht, was er machen soll. Oh, der Arme, ey. Das überschreitet leider seinen Datentransfer. Oh. Schade, man kann nicht aus dem Dash raus zuschlagen. Was mich ein bisschen wundert, ganz oben ist so eine grüne Leiste. Ich dachte, das wäre meine HP. Die ist fast bei 0. Aber vielleicht ist auch das gelbe Kreuz meine HP. Ich bin irgendwie ein bisschen fett. Holla. Okay, nee, das... Okay, ich habe jetzt zwei Balken geheilt anscheinend. Oh, wow. Der ist stark. Okay, warte mal. Ey, Fiona, lang nicht mehr gesehen. Trotzdem wiedererkannt. Grüße. Boah, fuck. Das stunt mich total. Okay, da muss man einfach rein. Okay, interessant. Da ist ein großes Tor. Verdammt, da komme ich nicht durch. Okay, da braucht man irgendeine Schlüsselkarte oder so. Fiona, wie geht's dir denn? Ist ein Weilchen her, ja, das stimmt. Ah, hier braucht man auch so ein Teil. Schade, ja, wenn man das Spiel spielt, kriegt man bestimmt raus, wie das funktioniert. Wie man den Daoka-Can findet und das dann hier öffnet. Aber gut, ich wollte mich ja auch nur ein bisschen prügeln. Das habe ich hiermit getan. Okay, hier lebt noch irgendwas.
Tja doch, hör doch hier was. Schade, nur noch 30 Sekunden. Dann gleiten wir mal eben noch ein bisschen durch die Welt. Ja, sieht gut aus, kann man machen. Ist natürlich kein Horizon Zero Dawn, das dürfte völlig klar sein. Ach, guck mal, da unten ist so ein eingeborenes Dorf, da könnten wir noch hinfliegen. In solchen Hütten leben hier die... die Eingeborenen. Und hier endet unser kleiner Ausflug. Ja, also, sieht gut aus. Geht gut von der Hand. Die Welt macht einen guten Eindruck. Ist eine konsequente Weiterentwicklung auf jeden Fall des alten Teils. Wie gesagt, 60, 70 Euro würde ich dafür nicht latzen, aber für einen 20 wäre ich dabei. Am liebsten mit PS Plus wäre es mir noch lieber. Aber ich finde es cool. Ja, ich möchte das natürlich nicht kaufen. Ich möchte zurück zum Hauptmenü. Das haben sie clever gemacht. Soweit ganz gut, habe halt seit längerem dooferweise wieder Probleme mit dem Handgelenk, das ich bereits mal gebrochen habe. Ja, das hattest du sogar schon mal erwähnt. Also ich glaube sogar im letzten Stream hast du davon gesprochen, dass dir das wieder Ärger bereitet und dass du nochmal unters Messer musst. Ich nehme mal an, dass das in der Zwischenzeit passiert ist. So, dann gehen wir in die Combat-Demo. Ich meine, wir hatten jetzt schon Combat, aber vielleicht kriegen wir es hier nochmal erklärt. Ah, ich mag die Mucke. Ja, bei mir ist alles beim Alten. Man kann sich nicht genug beschweren, oder wie sagt man? Also irgendwas stimmt mit dem Weißabgleich meiner Kamera nicht. Ich habe schon wieder so eine völlig ungesunde Gesichtsfarbe. Muss ich mich mal drum kümmern. Okay, schön. Interessanterweise läuft jetzt oben keine Zeit ab. Ich habe aber auch den Hilfetext gerade nicht gelesen, bevor ich drauf bin. Ich glaube, wir lesen mal kurz, was wir hier machen müssen. Sorry, dass ich euch den Text unterschlagen habe. Ah, OP steht kurz bevor. Alles klar. So, Combat. Die WFA hat den Planeten Adelpha unter ihrer Kontrolle. Und ihre Basen bedrohen die Freiheit der talanischen Dörfer. Aha. Es ist deine Aufgabe, die Basis zu erkunden, die Feinde zu neutralisieren und den Generatorkern zu zerstören. Deine beiden Waffen sind mit verschiedenen Modulen ausgerüstet. Probiere neue Kombinationen aus, die zu deinem Spielstil passen und begegne deinen Feinden mit voller Kraft. Diese Demo ist nicht zeitlich begrenzt, du kannst aber die Umgebung der Basis nicht verlassen. Okay, cool. Dann wissen wir ja Bescheid. Wir sind diesmal nicht zeitlich begrenzt, sondern örtlich. Okay, Hocke. Aufgeladener Nahkampf gibt es auch noch. Das muss ich mir mal merken. Weitersprung, Kreis und X. Horuskanone, Schild. Willkommen auf Adelpha, bla bla bla. Das hatten wir vorhin schon. Ach, guck mal, was ich hier noch hab. Wie schießt man damit? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Was war das? Ach nee, ich habe irgendwas genommen. Ups. Was habe ich jetzt hier abge... Alter, ich habe einen Schwarm Fledermäuse abgeschossen. Geil, die explodierenden Kot ablassen. Wie geil ist das denn? Okay, das muss ich mir merken. Das war das obere. Und dann habe ich hier noch so einen... so einen Moskitoschwarm. Okay, geil. Also waffentechnisch ist das schon ganz cool. Okay, so ist Dashen. Oh, so kann man bestimmt auch Gegner umkrätschen. Ja, wo fängt man da an? Das gefällt mir. Nee, das ist doch nicht Manfred Lehmann. Mark Lehmann vor allem. Oh shit. Oh shit. Ich wollte nicht. Nein! Ich wollte nicht abstürzen.
Holy. Ah. Okay, also. Das geht schon ganz gut von der Hand. Nutze deinen Scanner, um Terminals zu finden. Aha. Oh, die Leiche hat sich bewegt. Guck mal, da unten ist ein Schalter. Was haben wir hier? Du gehörst mir. Aber wie viel unfassbar viele Blinkies, die hier so verstecken. Ah, guck mal da. Oh, was war das? Ah, das war das Ding da unten. Das da. Ja, gehen wir mal hier rein. Ah, nee, das ist so ein Dicker. Boah, fuck. Junge, Junge. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Okay, hier brauche ich wieder so eine Karte. Interessant, dass Roboter einen Sinn für Inneneinrichtungen haben und für eine bequeme Couch und Getränke. Es sind doch Roboter. Das ist irgendwie verwirrend. Okay, Schränke kann man nicht durchsuchen. Dann gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Oh. Ist hier bei Counter-Strike, Crosshair Placement. Ah, da komme ich zu dem Typen. Oh, der Schalter war hier drin. Komme ich da rein? Da ist eine Tür. Guten Abend. Finde und hacke die Terminals, um den Generatorkern freizuschalten. Sieht wie eine Art Terminal aus, hm? Das Schildgerät reagiert darauf. Oh, ich bin mir immer noch unsicher wegen der Stimme. Ich muss das nachher unbedingt googeln. Ob das Manfred Lehmann selbst eingesprochen hat oder nur jemand, der so ähnlich klingt. So, was ist denn mit dem fiesen Typen hier? Okay, aus der Nähe war der gar nicht so fies. Ein paar Kristalle einsammeln zum Heilen. Eulie-Pflanze. Hey, Larissa, schönen guten Abend. Stärkerer Aura-Boost. Okay, keine Ahnung, was die Pflanze macht. Aber wir nehmen sie mal mit. Okay, da wird geschossen. Wo bin ich? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gezielten Schüsse mit dem kleinen Ding effektiver sind als mit der Schrotflinte. Okay, das ist ein Dicker. Oh! Weg, weg, weg!
Ah, shit. Okay, ich mach, glaube ich, gerade einen Fehler. Ich muss mal ein bisschen Abstand zwischen mich und die Jungs da bringen. Ich muss mir eine andere Taktik überlegen. Hä, wieso lebt denn da oben noch einer? War ich da nicht? Oh, ich treffe den nicht. Okay, der ist down. So, okay, wir gehen lieber nochmal nach oben. Ah, da komme ich nicht hoch, oder was? Ich warte, bis mein Jetpack aufgedingst ist. So, wir gehen mal kurz den Turm hoch, da waren wir noch nicht. Stimmt, wir sind zu dem Gebäude hier gemarschiert. Hier hoch war ich noch nicht gegangen. Okay, hat sich auch nicht gelohnt. Ganz rudimentärer Wachturm. Scanner. Den Schalter haben wir benutzt. Komisch. Boah, komme ich hier nicht runter, oder was? Ist ja albern. Ist ja witzig, da wäre ein Aufzug gewesen. Geil, der ist aber super schnell. Hui. Raus hier. So, alles klar. Okay, dann mal da runter. Okay, da unten ist noch einer. Da hinten leuchtet es rot. Der nimmt gar keinen Schaden. Ich bräuchte sowas wie ein Scharfschützengewehr. Okay. Okay, da drüben ist auch einer. Und hier. Wow, 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 was bist du denn? Eine Kanone, krass. Oh. Diese 1000 Blinkies, die fallen lassen. Ich meine, klar, das appelliert an das Belohnungssystem im Gehirn. Aber ja, ist ein bisschen übertrieben. So, wo ist der Schalter? Da unten im Keller. Wie komme ich da hin? Okay, da schießt was. Oh, die Inneneinrichtung geht doch klar. So.
Okay, wozu brauchen Roboter Getreidesäcke? Fragen über Fragen. Vielleicht sind es doch keine Roboter. Ey, hörst du mal auf? Ich versuche hier gerade zu interagieren. Wo bist du denn? Wer war das? Oh! Er wahrscheinlich. Oha. Okay, also der Schild ist schon nice. Ist mein bester Freund gerade. Da hinten ist der... Wo ist der, Schalter, wegen dem ich hier runtergekommen bin? Bin ich gerade blind? Ach so, da drüben. Ach, hier. Wer schießt? Wer stört? Bist du das? Okay, die Kollisionsabfrage des Geländers. So, warte mal. Sonst noch... Ah, da oben. So, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Oh, da hinten. Okay, und die Jungs da oben. Aber die sollen mich jetzt mal nicht interessieren. Die treffen mich ja eh nicht. Na bitte. Na bitte. So, da in dem Gebäude ist der letzte Schalter, ne? Dann gehen wir doch mal direkt mit der Stirn voran. Okay. Boah, wo schieße ich hin? Oh, oh. Okay, da ist... Also auf die Entfernung ist die Waffe echt nix. Das da hinten ist ein Gerippe. Ich dachte eben, es wäre ein Gegner. Okay, mein Jetpack schützt mich auch vor Fallschaden. Das ist ganz cool. Und da geht er down. So, wo geht's hier rein? Nein! Haha, vorbei. Ah. Drittes Terminal freigeschaltet. Hm. Genau, und der Generator muss jetzt von mir zerstört werden. Und hoppala, da habe ich wieder so eine Pflanze genommen. Und der Generator ist wahrscheinlich am Ende der lustigen gelben Linie. Ich gehe mal davon aus, in dem großen Gebäude da hinten. Haha, vorbei. Haha, vorbei. Boah, was war das denn? War, ah, nein, runtergefallen. Das war nicht meine Absicht. Ich will wieder hochfallen. Nein. Ach Mann, scheiße, ich wollte nicht da runter. Warte, warte, warte. Geh doch mal da drauf jetzt. So. Oh, Mann. Ist doch nicht wahr. Komm, hier. Hier ist es nicht so hoch. So, jetzt aber. Hallo. Vorbei.
Okay, cool. Moin. Kann man durch die Scheiben nicht schießen? Anscheinend nicht. Haha, lauf du nur, Feigling. Bam, in dein Gesicht. Wer in Deckung geht, hat schon verloren. Überraschung. Ich war so schnell, ich habe mich selbst überrascht. Ey, was bist du denn? Junge, Junge. Ah, hier ist der Kern, ne? Gehen wir aber vorher schön looten, bevor hier alles in die Luft fliegt. Was habe ich bezweckt? Man weiß es nicht. Schön alles looten, das gehört dazu. Also buntes Loot haben die echt genug da reingepackt in das Spiel. Das Dopamin ist euch sicher. Okay, egal, wir gehen jetzt mal den Kern angreifen. Ich frage mich, wie clever es ist, hier in dem Raum zu sein, wenn das Ding in die Luft fliegt. Vielleicht machen wir das hier von der Tür aus. Da hinten lebt noch einer. Oh, da lebt noch was. Okay. Ich möchte mal darauf hinweisen, das ist Schwierigkeitsgrad 3 von 6, glaube ich. Und ich empfinde es als schon relativ einfach. Und ich bin ja jetzt kein geübter Outcast-Spieler. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Wo ist er denn? Aber die Möglichkeiten, die man an die Hand bekommt mit dem Schild und so, die sind halt schon echt gut. So, das dürfte der letzte gewesen sein. Okay, gar nicht mal so aufregend, wie ich dachte. Bam! Karte 1! Miese Blechbüchsen. Null. Oh, ich weiß nicht, ob das Manfred Lehmann ist. Was denkt ihr? Ist das die Stimme von Bruce Willis oder klingt er nur sehr ähnlich? Ich google das jetzt. Während wir die schöne Musik nochmal genießen, die ich echt gut finde. Hä? Kein Internet? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich stream doch hier gerade. Über WLAN sogar. Cutter Slade, die Hauptfigur aus dem Vorgänger. Synchronsprecher ist noch unklar. Ach so, das war eine News von 2021. Da, bla bla bla, 1999, Voxel-Grafik. In Outcast, A New Beginning, schlüpft ihr erneut in die Rolle von Cutter Slade, dem deutlich gealterten, aber immer noch charismatischen Helden aus dem Original. Dieses Mal allerdings nicht vertont von Manfred Lehmann, deutsche Synchronstimme von Bruce Willis, sondern vom recht ähnlich klingenden Thorsten Münchow, der sonst unter anderem Fraser sein Organ leiht. Brandon Fraser. Ah, stimmt, ja, Brandon Fraser. Das kann sein. Klingt echt so ähnlich. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es Manfred Lehmann gewesen wäre, auch wenn ich die Stimme von Brandon Fraser auch gut finde.
Aber naja. So, kommen wir zum dritten und letzten Teil dieser wunderbaren Demo, die bis jetzt auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht hat. Man hat einen schönen Querschnitt. Exploration, Combat, jetzt gibt es noch ein bisschen Story. Da sieht man dann, wie die Dialoge vertont sind und so. Also, ja, bis jetzt gefällt es mir gut. Ist auch mal eine schöne Demo. Warum machen nicht alle mal die Demos so und zeigen die verschiedenen Aspekte des Spiels einfach in einzelnen Abschnitten? Ist doch ganz cool eigentlich. So, entdecke in dieser Story-Demo das Dorf Sappa und die Geschichte der Fischer-Talaner. Die haben wir ja vorhin kurz gesehen. Sprich mit den einheimischen Talanern, um herauszufinden, wie du ihnen beim Kampf gegen die Invasoren helfen kannst. Mit deiner Questkarte behältst du den Überblick über deine Missionen und Ziele und erfährst mehr über den Planeten Adelpha und die talanische Gesellschaft. Diese Demo ist auf 20 Minuten Gameplay und das Dorf Sappa beschränkt. Also hier haben wir eine räumliche und eine zeitliche Begrenzung. Oh, das war sogar, wir waren sogar auf Schwierigkeitsgrad 4 von 5, habe ich gerade gesehen. Das war aber dann nicht so schwer. Aber gut, es ist auch nur die Demo. Wahrscheinlich ist das ein Kampf vom Anfang des Spiels gewesen. Mmh. Was haben wir vergessen? Diese coole Moskitokanone einzusetzen. Ich muss das gerade so ein bisschen wirken lassen. Ich weiß, es ist zeitlich begrenzt und so, aber ich war schon lange nicht mehr hier. Fast 20 Jahre. Und das hat sich schon gut verändert. Kannst du mir helfen? Ich kann's versuchen. Oh, interessant. Was ist ein Daoka? Das sind kreisförmige Portale, die verschiedene Orte verbinden. Wir Talaner haben unsere Dörfer um sie herum errichtet. Viele glauben, dass die Altehrwürdigen die Daoka mit einer Technologie erbaut haben, die uns nicht mehr zur Verfügung steht. Wird sein Energiekern entfernt, funktioniert das Daoka nicht mehr. Genau das haben die Invasoren getan. Wir sehen uns. Komm jederzeit wieder. Ja, okay, naja. Also ich weiß nicht, ich hab's mir jetzt nicht viel besser vorgestellt, aber das war schon so so ungefähr auf dem Niveau, wo ich es mir gedacht habe. Wir gehen mal die Leute mit Questmarker über dem Kopf an. Oh, guck mal, er hier mit Geweih. Entschuldigen Sie. Bist du der Häuptling des Dorfes? Bist du der Häuptling? Du siehst aus, als würdest du viel rumkommen. Ein Mann der Tat. Ich bin Tanak, der Häuptling von Sappa. Kann ich dich was fragen? Ich bin ein offenes Buch. Schieß los. Ich brauche kein Buch, aber Schüsse? Ja, Schüsse sind das, was ich brauche. Wie viel willst du für die Waffe? Die steht nicht zum Verkauf, Kumpel. Verzeih, lass mich klarstellen. Ich benötige die Hand und die Waffe. Deine Hand am Abzug. Ich zahle auch. Okay. Also ich kann jetzt hier Fragen stellen. Wir wissen ja schon, wer er ist. Was ist an eurer kleinen Siedlung so besonders? Sie ist mehr als besonders. Diese kleine Siedlung ist der Hafen zu den Meeren Adelphas. Sie ist eine Gemeinschaft feiner, aufrechter Fischertalaner, die... Ach, wem erzähle ich das? Wir werden von Mond zu Mond weniger. Seit der Deaktivierung des Daokas geht unsere Wirtschaft dahin und die einzig verbleibende Fischart sind Sanektas. Interessant finde ich so ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, warum sind sie nicht beim alten Gesicht von Cutter Slate geblieben? Weil er sieht total anders aus. Er ist nicht nur gealtert, er sieht auch irgendwie anders aus. Aber cool ist, dass er auf der Brust immer noch das Zeichen des Ulukai trägt. Das ist sowas wie der Messias für die Einheimischen hier. Das ist ganz cool. Und ich glaube, er hat immer noch dieselben Klamotten an wie vor 25 Jahren. Die müssten jetzt aber langsam ziemlich stinken. Worauf soll ich schießen? Auf die Gamors. Nach der Paarungszeit sind sie hungrig. Darum kommen sie zurück nach Sappa, um uns zu fressen. Kannst du sie loswerden? Kommt darauf an. Was ist ein Gamor? Blitzschnell. Kommt darauf an. Was ist ein Gamor? Und tödlichen Krallen. Gamors. Schon gut, beruhig dich. Ich helfe euch. Die sind bestimmt nicht schneller als eine Kugel.
Okay, also... Ich komme später wieder. Ja, die Synchronstimme ist zwar nicht dieselbe, aber er wirkt immer noch so ein bisschen aufgesetzt pseudo-cool. Das gehört, glaube ich, einfach so. Ich finde, die Dialoge haben schon einen ganz schönen Trash-Faktor. So, aber das ist auch irgendwie cool, weil das halt den Charme des alten Spiels so ein bisschen widerspiegelt. Aber ich glaube, wenn man da Dialoge à la Hogwarts Legacy oder Cyberpunk erwartet, ist man hier auf jeden Fall verkehrt. Das ist alles sehr viel flacher und ein bisschen billiger gemacht. So, wir segeln mal zum nächsten. Der Vogel ist cool. Was? Wer bist du denn? Hallo. Falls du Saleb suchst, hast du ihn gefunden. Doch die große Frage lautet, warum? Warum willst du zu mir? Bringst du mir Pilam? Pilam? Meinst du... Ist das ein Euphemismus für Penis? Alkohol ein Getränk, das bringst du mir Pilam? Dann ja. Na, zeig mal deinen Pilam. Ich könnte auch einen Drink vertragen. Wir sitzen beide auf dem Trocknen. Kannst du mich verarzten? Kannst du nächstes Mal vorsichtiger sein? Gut, nicht bewegen. Okay. Ich bin verarztet. Komisch. Naja. Das war's fürs Erste. Das wird ein langer Mond. Warum so unzufrieden, Alter? Du lebst hier im Paradies, hast Gurken auf dem Tisch. Dir müsste es doch gut gehen. Entspann dich mal. Das machen wir. Guten Abend. Heute. Die was? Bist du nicht Fischer? Die was? Wir nennen uns Fischer Talana. Wir fischen nach Sanektas. Ich heiße Baram. Und du bist? Kata. Schön, dich kennenzulernen, Baram. Als Kind habe ich oft mit meinem Onkel geangelt. Darf ich sehen, was ihr für Angelrouten benutzt? Wie meinst du das? Angelrouten? Ich dachte, ihr benutzt sowas, um... Oh, du meinst Fischpaddel? Nein. Fischpaddel. Paddel sind zum Paddeln da, ziemlich sicher. Keine Ahnung, was dein Onkel dir übers Fischen beigebracht hat, aber du liegst völlig falsch. Sieh zu, wie es gemacht wird. Oh geil, wir lernen, wie man fischt. Okay, so geht's natürlich auch. Schön dem Hai erstmal eins überbraten. Könnte man eigentlich direkt die Bratpfanne nehmen, da hat man einen Schritt gespürt. Was ist das denn? Echt jetzt? Okay, ich sehe, wie es gemacht wird. War das jetzt der Plan, oder? Schade, es lässt mich im Dunkeln, ob das jetzt die Art ist, wie die da fischen. Einer fällt ins Wasser, damit der andere... Naja... Sehr interessant. Ja, also ich muss sagen, von den drei Teilen, die wir bis jetzt gespielt haben, ist der hier mit Sicherheit der langweiligste. Klar, man läuft hier nur rum und führt Gespräche. Aber es sieht echt ganz schön aus, das muss ich sagen. Und ich glaube, wenn man so im Spiel drin ist, dann geht das auch völlig klar mit den etwas cheesy anmutenden Dialogen. Aber ich hätte da schon Bock drauf. Aber ich muss halt echt gestehen, ich habe da halt auch die rosarote Nostalgiebrille auf, wenn ich das spiele. Und sehe dann da so ein bisschen das alte Spiel in aufgehübscht. Und da habe ich so eine emotionale Connection. Und deswegen spricht mich das dann mehr an als den Normalsterblichen. Wenn ich das objektiv betrachten würde, ist schon eher so wie so B-Movie-Qualität. Ne? Das ist schon eher so ein B-Game. Kein... Double oder Triple A. Jedenfalls
wie es sich jetzt für mich darstellt. Naja, jetzt ohne es schlecht machen zu wollen oder so. Aber es ist auf jeden Fall mit anderen Spielen in der Preiskategorie nicht so vergleichbar, finde ich. Ich finde, das ist so ein typischer Kandidat, so 30, 40 Euro Spiel. So wie Helldivers, ne? So diese mittlere Kategorie. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Aber halt kein AAA-Titel. Ist ja auch kein Indie-Titel, kommt ja von einem bekannten, relativ bekannten Studio und von einem bekannten Publisher. Also von daher, ja. Gut, ich würde sagen, das soll es mal gewesen sein von der Demo. Ich mache jetzt eine kleine Pause, komme aber dann nachher nochmal wieder. Und dann spielen wir noch ein bisschen was anderes. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau was. Wir schmeißen einfach mal einen Blick auf die Festplatte. Aber ja, also, Outcast, A New Beginning. Gerade wenn man Fan ist der alten Serie, denke ich, kann man das durchaus machen. Was war das? Datenschutzeinblendung. Zugriff auf meinen Standort wurde blockiert. Na, 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 wer wollte da Zugriff auf meinen Standort von euch? Wer war's? Du da hinten mit dem Schnurrbart. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal von Outcast The New Beginning. Ich find's cool. Mit der rosaroten Nostalgiebrille kann man das absolut machen. Super schade, dass Manfred Lehmann nicht dabei ist als Synchronstimme. Weiß nicht, ob der gute Mann noch, überhaupt noch lebt. Ich habe ihn länger nicht mehr in Filmen gesehen. Schönen Gruß von Fiona, Mutti. Ne? Alles klar. Ja, Gruß zurück. Jo. Ja, also finde ich, kann man machen für... Ich glaube, in der Vorbestellung kostet es 60 Euro und wenn es rauskommt, 70 Euro. Wäre mir persönlich zu viel. Ja, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Kann man machen. Kann man machen. Ich warte, bis es günstiger ist und dann seht ihr das vielleicht auch hier auf dem Kanal. Mal sehen. Hey, Matti W. aus Magdeburg. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich nicht, schreibt er. Gut, ich bin dann mal kurz AFK und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis dahin.